I could return to life. I'd be bound to meet someone if I walked for just an hour. I'd have no feeling of shame. Fasting's no crime. In a week, I'd be back to my old weight of 75 kilos. And no doubt, I'd live for another 20 or 30 years. Rather, I would be forced to live. Just like in the past, still with no involvement in this world. Cet homme n'est ni dépressif, ni marginal. Et pourtant, il a décidé de se laisser mourir de faim, seul dans la forêt. Zuerst den Originaltext des japanischen Autors Masahiko Shimada gelesen. Und zwar von einem Österreicher übersetzt. Und dieser Text ist eine Fiction, also das ist eine Novelle, das nennt sich eine Novelle. Aber am Schluss der Novelle steht, sie basiert auf einer wahren Begebenheit aufgrund eines forensischen Berichts, irgendwie aus den Tokioter Akten. Wie viel jetzt von dem Text, der in der Novelle ist, tatsächlich dem Text entspricht, der damals gefunden wurde von den Polizeibeamten und wie viel das Fiktion ist daran, das weiß ich nicht genau, das interessiert mich auch nicht. Für mich ist es ein literarischer Text in erster Linie. 27th of August. Yesterday I wrote my will, so there's nothing more to write. The pain in my stomach is as bad as ever. Le réalisateur veut sublimer un texte déjà très suggestif. Il crée un espace visuel et acoustique qui reflète les états hallucinatoires de son personnage. La forêt devient extatique, tant l'esthétique est épurée. Ich selbst natürlich auch die Erfahrung gemacht habe und das auch sehr interessant fand im Wald, wenn man allein ist im Wald, wechselt sehr schnell. Wir sind Augentiere eigentlich, nicht? Aber im Wald beginnt das zu wechseln, nicht? Also spätestens, wenn es Nacht wird im Wald, sind wir nur noch Ohr. Das heißt, die ganze Geräuschebene, der Ton, das Erleben findet enorm über das Ohr statt. L'épreuve que s'impose cet homme lui donne ce qu'il attendait tant de la vie, l'intensité. Bei diesem Film, der ein Film ist, ganz klar über einen Mann, der stirbt, bewusst stirbt, der das will, möchte. Und zwar auf eine äußerliche, sehen Sie, grausame Art, indem er über sehr lange Zeit verhungert. Wenn man das sagt, das ist eigentlich ein Film über das Leben, aber ich meine das insofern, dass die Zeit des Sterbens, also das ist für sehr viele Menschen, denke ich, eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ich denke, dass er diese Methode bewusst oder unbewusst gewählt hat, um sich selbst einfach zu erfahren. Ich glaube, dass er in dieser langen Zeit, da allein im Wald, viel mehr erlebt hat, sich selbst, mit sich selbst und sehr viel mehr über sich erfahren hat, als in seinem ganzen Leben zuvor. Und ich denke, dass er das intuitiv gespürt hat. Und es ist ja auch eine reiche Zeit im Grunde genommen.